Die Freigabe der Selbstständigkeit bei einer Regelinsolvenz. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei unserem Videochannel. Ich bin André Kraus, ich bin Fachanwalt für Insolvenzrecht und ich bin mit meinem Team spezialisiert auf Entschuldungsfragen. Und in diesem Video geht es um die Freigabe und Fortführung einer Selbstständigkeit im Rahmen einer Regelinsolvenz. Was ist die Freigabe für Sie? Die Freigabe ist die Ermöglichung der Fortführung einer Selbstständigkeit im Regelinsolvenzverfahren. Wie ist der rechtliche Aufhänger der Freigabe? Grundsätzlich müsste im Falle einer Regelinsolvenz ein Selbstständiger all sein Vermögen an den Insolvenzverwalter abgeben, der dieses wiederum an die Gläubiger verteilt. Wenn man dies stringent durchziehen würde, würde es keinem Selbstständigen möglich sein, seine Selbstständigkeit in einem laufenden Regelinsolvenzverfahren weiterzuführen. Die Freigabe, die ist eine häufig angewandte Auflösung dieses Dilemmas. Wie läuft denn die Freigabe ab? Bei der Freigabe gibt es eine Art Vereinbarung zwischen dem Selbstständigen und dem Insolvenzverwalter. Der Insolvenzverwalter, der erlaubt es dem Selbstständigen, zunächst einmal seine Einnahmen aus der Selbstständigkeit zu behalten. Außerdem erlaubt er ihm gewisse Vermögensgegenstände, die zum Betrieb seiner Selbstständigkeit erforderlich sind. Ich weiß es nicht, irgendwelche Geräte beispielsweise, die erforderlich sind, um eine Firma weiterzuführen, auch wiederum zu behalten. Im Gegenzug erwartet der Insolvenzverwalter, dass ihm der Unternehmer einen Betrag X abgibt, und zwar monatlich und unabhängig von den Umsätzen, die ein Unternehmer in der Insolvenz tatsächlich erzielt. Die Freigabe, die ist ein zweischneidiges Schwert. Sie kann sehr vorteilhaft sein, sie kann aber auch nachteilhaft sein. Vorteilhaft ist sie dann, wenn Sie eine Freigabe bekommen, trotz Schulden, und wenn die Summe, die Sie monatlich abführen müssen, sehr gering ist. Denn wenn Sie auf der Einnahmen- und Ausgabenseite ein relativ erfolgreiches Unternehmen haben, das ohne die Schulden problemlos weiterlaufen würde und Sie auch ausreichende Einnahmen haben, ist es lukrativ, das Geschäft weiter zu betreiben. Wenn Sie zur Freigabe einen relativ geringen Freigabebetrag mit dem Insolvenzverwalter absprechen. Ist der Betrag allerdings hoch, der Betrag, der ist ja unabhängig davon, wie viel Sie monatlich verdienen, kann es auch sein, dass Sie gerade durch die Freigabe sogenannte Neuschulden machen, das heißt, Ihre alten Schulden durch das Insolvenzverfahren erlöschen, aber im Insolvenzverfahren neue Schulden entstehen. Wie löst man dieses Dilemma? Man überlegt sich, welche Folge das Insolvenzverfahren haben wird. Man spricht mit dem Insolvenzverwalter bereits im Eröffnungsverfahren, denn da können Sie ihn schon kennenlernen. Der Insolvenzverwalter, der ist im Eröffnungsverfahren der Gutachter, der über Ihr Insolvenzverfahren, der über Ihre Zahlungsunfähigkeit ein spezielles Gutachten erstellen wird und prüfen wird, ob die Insolvenzvoraussetzungen vorliegen. Und man kann auch vorab einschätzen, welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Freigabebetrag gering ist. Man muss nämlich dem Insolvenzverwalter so viel abgeben, wie bei der Pfändung eines fiktiven Einkommens an den Insolvenzverwalter sowieso gegangen wäre. Und das fiktive Einkommen, das richtet sich danach, was Sie durchschnittlicherweise netto als Einkommen erwarten könnten, wenn Sie sich sofort zu der Situation der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen würden. Und zwar abhängig davon, wie alt Sie sind, was für einen Abschluss Sie haben oder was für eine Arbeitserfahrung Sie haben. Wenn also erwartbar ist, dass eine Person mit ihrer Arbeitserfahrung, mit ihrem Abschluss ein sehr hohes Einkommen haben würde, können Sie auch davon ausgehen, dass der fiktive Einkommensbetrag sehr hoch wäre. Oder entsprechend, wenn Sie beispielsweise zwar ein gut laufendes Unternehmen haben, aber beispielsweise keinen Abschluss haben,
kann es sogar sein, dass sogar ein Nullbetrag bei einem fiktiven Einkommen rauskommt, sodass Sie überhaupt nichts an den Insolvenzverwalter abgeben müssen und trotzdem eine Freigabe erhalten. Die Fälle, die gibt es auch. Wenn sich allerdings bei jeder Betrachtungsweise eine Freigabe nicht lohnen kann, ist es sinnvoll, daran zu denken, von einer dritten Person eine sogenannte Auffangsgesellschaft gründen zu lassen und sich bei dieser Auffangsgesellschaft einstellen zu lassen. Allerdings verlieren Sie in diesem Fall, da Sie nicht mehr Inhaber des Unternehmens sind, den Zugriff auf das Vermögen des Unternehmens. Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Video informativ und aufschlussreich fanden. Während wir Sie eine Menge juristischer Informationen zur Fortführung einer Selbstständigkeit trotz eines Insolvenzverfahrens auf unserer Webseite bereitgestellt. Und falls Sie selbst daran denken, ein Unternehmen fortzuführen, obwohl Sie Schulden haben, können Sie uns gerne über unsere kostenfreie Erstberatungshotline erreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.